Hallo alle miteinander, hier ist wieder GBF Acker, der Allmeister mit dem Let's Play von Gothic 2, der Modifikation Tal der Dämmerung. Und heute habe ich gelesen im Forum, was ist heute eigentlich für ein Tag? Heute ist irgendwie kurz vor Weihnachten. Halt. Ist der 19.12. Ich habe im Forum gelesen, dass einige Modifikationen auf dem Weg sind, unter anderem anscheinend auch einige aus Polen, die auch sehr bekannt dafür sind, dass sie ziemlich gute Gothic-Modifikationen machen, also zumindest auch interessante. Ist ja so eigentlich die zweitgrößte Gothic-Mod-Community oder Gothic-Community überhaupt, neben der deutschen und der russischen natürlich, die ja diese Mod hier zum Beispiel gemacht haben, aber und auch ein paar deutsche Mods sind auf dem Weg und ich freue mich sehr drauf. Also, ich weiß nicht, ob ich die dann jemals hier spielen werde, Let's Play-mäßig. Ich bin irgendwie auf Tal der Dämmerung hängen geblieben, weil das etwas war, was ich noch nicht gespielt habe und von dem ich dachte, dass es sich für ein Let's Play eignet, weil es nicht so überladen ist. Ich sag mal, Odyssee ist ja eine Riesenmod, die ewig dauern würde. Und da ist halt die Frage, ob das so viel Sinn macht. Aber naja, aber ich freue mich drauf. Also das könnten nochmal angenehme Weihnachten werden. Letztes Jahr war es ja so, da kam da Odyssee raus oder was davor noch? Ich glaube 2015 war das. Ja, das war toll. Das war ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk. Da konnte man schön die Feiertage mit verbringen, im Grunde genommen. Wenn man dann mal die Zeit dafür gefunden hat. Aber die Zeit hat man ja nicht. Zeit nimmt man sich, wie ich immer sage. Und dafür nehme ich mir gerne Zeit. Das ist. Erinnert mich ein bisschen an früher, als ich damals dann zu Weihnachten, dann, als ich noch keinen PC hatte, Super Nintendo-Spiele bekommen habe und dann solche Sachen gespielt habe, wie Terranigma zum Beispiel. Und das war auch so eine Sache, die habe ich dann über die Ferientage dann halt gespielt und es blieb irgendwie haften, so diese ganze Erinnerung daran. Und das war toll. Nun gut, ist ja auch wurscht. Jetzt sind wir hier nach wie vor bei Tal der Dämmerung und wir haben 35 Lernpunkte. Ich habe noch keinen Grund gefunden, die weiter zu investieren. Gut, es gibt immer einen, man kann immer stärker werden, ja, aber ich weiß ja nicht, was da sonst alles kommt. Ich bin da jetzt ein bisschen vorsichtig und bis jetzt kommen wir gut zurecht, sage ich mal, mit dem, was wir bisher haben. Okay. Iltis will, dass wir ihm helfen, die antiken Tempel zu erkunden. Und Eli will uns helfen, das Feuer von Innos zu sammeln. Und ich glaube, wir machen erstmal das, weil ich denke, die Quest von Iltis wird uns weiterbringen in der Hauptquest und die von Eli ist einfach nur, ja, wie die Quest mit dem Geist auch eine Bonusquest. Denke ich jetzt mal. Vor allen Dingen, weil sie auch an zweiter Stelle erwähnt wird und nicht an erster Stelle. Ich kam aus Sir Raurus. Oder ich kam von ihm. Er sagte mir, sie brauchen Hilfe. Ein weiser Mann ist der Kommandant, dass er mich dich gesendet hat. Du bist nicht nur ein Soldat, oder? Ihr Verstand ist viel besser als der einfache Geist eines Kriegers. Sie schmeicheln mir, Meister. Aber lassen Sie uns zum Geschäft zurückkommen. Wie kann ich Ihnen helfen? Es ist nicht nur Schmeichelei. Dein Verstand könnte buchstäblich mehr sehen als andere. Ich sah einmal ein Feuer, aber jetzt bin ich zu alt dafür. Bei allem Respekt, sie sind wahrscheinlich falsch. Ich weiß nicht, was das Feuer auf dem Spiel steht. Das ist richtig, sie haben es nie gesehen, aber ich weiß, du kannst es. Okay. Zuletzt wurde im Tal der Unschuldigen ein Funken geboren. Sie sind viel edler, als sie enthüllen. Innos sieht das und gibt uns die Chance, um über die Dunkelheit zu siegen. Ich gebe ihnen diesen Gürtel, der Gürtel der feurigen Person, oho. Wenn sie die tragen, werden sie in der Lage sein, das Feuer zu sehen. Ihre Aufgabe ist wie folgt. Finden Sie auf dem Gelände ein halbes Dutzend der Lichter. Setzen Sie in die Zone und, was? Es geht also schnell. Okay, er wird mir geistig helfen, sie sehen zu können, diese Geister, diese sechs Stück. Geh jetzt, nimm den Gürtel und komm nicht zurück, bis es Sex of Lights sein werden. Хорошо, Meister. Хорошо, Meister. Meister. Хорошо, Meister. Gürtel des Feuerläufers. Aha, interessant. Nicht der Schattenläufer, sondern der Feuerläufer. Das ist doch ein untotes Feuerwesen aus den Überresten eines Schattenläufers. Es bietet Schutz vor Feuer 10. Hm. Und es hat leere Zeit. Aus irgendeinem Grund, was auch mal leere Zeit ist. Nun gut. Man hat mir gesagt, ich soll 6 Lichter holen von Innos. Ich kann sie berühren, wenn ich den Gürtel des Feuers trage. Die Lichter sind irgendwo im Lager. Okay, also ist auch wieder eine Quest, die hier quasi so im Lager spielt. Oder würde ich mal sagen, dann nur gucken wir mal, ob wir hier alle finden werden. Das ist
Ja, hoffentlich nicht so schwer. Ich werde mal die unwegsameren Gegenden eher abklappern hier. Indem ich einfach mal diesen Berg hier hochsteige. Welches schön das Dorf abgrenzt mit dem Turm und der Windmühle, die noch gar keine Rolle gespielt hat. Von dem restlichen Wald und ja, dem Weg zu der Mine oder wo wir dann halt diesen Stein gefunden haben. Mit dem die Untoten beschworen werden sollten. Beziehungsweise noch mehr. Nee, Untote waren es ja nicht. Was war das nochmal? Zombies? Nein. Irgendwas sollte doch beschworen werden. Auf jeden Fall nichts Gutes. Tja, die Vampire sind alle... die Vampire, sag ich schon. Die Piraten sind alle tot. Und hier hängt jetzt das Wappen. Eins an der rechten Seite von denen aus gesehen und eins dann auch an der linken Seite. Ja. Ja, alles klar. Gut, da sind die beiden Banner gelandet. Schön, jetzt sieht die Hütte auch ein bisschen offizieller aus. Als König Robas Anlaufstelle. Und nicht mehr so ganz so abwegig. Ich sehe da irgendwie ein Licht, was da durchscheint. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Feuer von Innos innerhalb der Häuser sich befinden, wobei tja, so gut kenne ich mich da auch nicht aus mit den Feuern von Innos, dass ich wüsste, wie die sich verhalten. Vielleicht sind sie ja genau in der Nähe von anderen Menschen. Und das sieht auch aus, als könnte ich es erklimmen. Und hier ist eine Waldbeere, die wir übersehen haben tatsächlich. Und noch eine. Es sei denn, die respawnen, was ich aber nicht glaube. Ich glaube, wir haben es einfach nur übersehen beim letzten Mal. Ist hier unter dem Baum irgendwas? Ja, scheint nicht so zu sein. Okay. Aber wir haben immer noch kein Feuer gefunden, was mich ein bisschen stutzig macht, weil eigentlich müsste hier mindestens eins sein, weil das ist hier so der Hinterhof. Aber da ist sich eins. Okay, da, wo Niklas immer hinschießt. Vielleicht sieht Niklas was, was wir nicht wissen. Feuer von Innocent. Okay, ich speichere ja am liebsten nochmal. Mal sehen, was passiert. Und wir haben es aufgesammelt. Tatsächlich, wir können es einfach so grapschen. Das ist ja unglaublich. Wir haben schon 4 rote Tränenpfeffer. Und das Feuer von Innos. Eine Perle haben wir auch aufgegabelt irgendwo. Aber ist das ein magischer Gegenstand? Nö. Es ist, Knife Killer, aber das gehört Cat. Da. Okay, das hat gar keine Grafik. Das ist einfach nur Funken verliehen durch Kraft des Feuers. Boah, das reicht mir als Begründung. Guten Tag, ist hier etwas in der zentralen Anlaufstelle von Innos? Nö. Man könnte fast meinen, dass das Feuer, was hier draußen außerhalb des Kamins brutzelt, auch ein Innos-Feuer ist. Aber nein, es ist nur ein normales Feuer, was einfach nur so auf dem Teppich brutzelt. Oder auf dem Holzboden. Das ist nicht mal Steinboden, das ist Holzboden. Was mich ein bisschen zu der, ich sag mal, slawischen Architektur des dunklen Zeitalters bringt. So Kiewer Rus oder sowas. Ich habe mich ja auch damit beschäftigt, mit allem, was so mittelalterlich da im dunklen Zeitalter passiert ist, weil mich das sehr interessiert. Und da haben sie die ganzen Burgen aus Holz gemacht, was ich ziemlich cool finde irgendwie. Die ganzen Häuser und sowas, alles ist natürlich alles jetzt verfallen und sowas, gibt es keine tollen Ruinen mehr von, aber ich finde das irgendwie cool. Diese ganze Holz... Aufbau. So, jetzt haben wir schon 2 weitere gefunden. Die liegen einfach so um den See herum. Die Quest ist nicht sonderlich kompliziert bis hier, muss ich sagen. Da sehe ich noch eins hinter dem Arenaplatz. Und das Meer gab das Land frei. Danke, Vatras. Oder wer immer du bist. Und haben wir diese Truhe eigentlich schon mal aufgemacht? Tatsächlich nicht. Unglaublich. Das müssen wir dringend nachholen. Heute jemand einen Stift gelassen. Sonst habe ich immer zigtausende hier rumliegen, aber irgendwie, na gut. Okay, machen wir, legen wir mal los. Okay, gleich falsch. Also rechts, rechts, und dann links, also rechts, rechts, links, und dann geht's auf. Und da drin ist eine Essenz der Heilung und 28 Goldstücke. Okay, nicht die große Beute, aber ganz ehrlich, bei so einem einfachen Schloss, bei so einer einfachen Schlosskombination habe ich das auch nie erwartet. So, und da sehe ich schon die nächsten 2. Wie viele haben wir? 4 Stück. Ja, und jetzt haben wir sogar eine Grafik davon. Vielleicht, weil wir jetzt mehr gesammelt haben, erscheint das jetzt. Ich glaube einfach, das ist einfach nur ein Grafik-Bug oder irgendwie sowas. Ja. Aber daran gewöhnt man sich auch. Wie gesagt, diese mein Spiel von Gothic ist... Oh. Wir
fucking Tagebucheintrag ist ein bisschen kaputt, in dem Sinne, dass ich da auch Odyssey installiert habe. Und Odyssey verändert ja sehr viel eigentlich an der ganzen Spielmechanik sozusagen. Und ich weiß nicht, inwiefern das Ganze jetzt ein bisschen anders ist, dann wie wenn andere das spielen würden. Aber im Großen und Ganzen sieht es ja ganz normal aus eigentlich hier so. Also von daher soll das wohl passen. Ich sammelte Leuchten ein. Es ist notwendig, Meister Eli davon zu berichten. Okay. Ja, dann tun wir das doch einfach mal. Da hast du dein Feuer. Ich fand die Lichter. Ja, ich sehe die Flammenenergie. Gib sie mir. Oh, danke, mein Junge. Sie haben eine gute Tat getan. Jetzt gehen Sie. Ich werde euch im Kampf mit dem dunklen Zauberer helfen. Oh, er verbeugt sich. Oh, das ist die Verneigung vor den Magiern. Dass sie immerhin Priester sind. Man darf sich auch mal respektvoll vor denen verbeugen. Darum wird man auch gerne Feuermagier in Gothic 2, damit man Respekt erfährt in seiner neuen Rolle. Passiert nicht so oft, aber wenn es passiert, ist es super. Man kommt ins obere Viertel, einfach sagen, ich bin Feuermagier, mach Platz. Und die machen dann Platz. Getreu nach dem Motto, was wollt ihr machen? Wollt ihr den Feuermagier schlagen? Einen eurer einer höchsten Priester? Und die dann so, nee, wollen wir auch nicht. Na gut, dann geh rein. Ja, das ist toll. Autorität. Ja. Aber gut, war das die Quest schon? Okay, gut. Mir soll es recht sein. Ich meine, ich beschwere mich nicht. Außer es gibt Erfahrungspunkte und ja. Wir haben weitere Unterstützung im Kampf gegen den Nekromanten gefunden. Ich habe gehört, sie wollen, dass ihnen irgendwer in irgendeiner Weise hilft. Mr. Iltis. Я слышал, ты хотел, чтобы я тебе в чем-то помог. Oh, ich bin froh, dass Sie endlich da sind. Ich brauche wirklich deine Hilfe in dem Studium der antiken Tempel. Ich sehe aber keinen Tempel. Er ist nicht zu sehen, aber ich entdeckte ihn vor kurzem. Dann lass uns gehen, erkunden wir den Tempel. Leider ist der Eingang verschlossen. Aber am besten gucken Sie sich das mal selber an. Folgen Sie mir. Meister Iltis, gehen Sie voran. Auf der Lebensbahn. Oh, okay, er geht nicht zu dem, wo er vorher stand. Er geht woanders lang. Ach doch, jetzt geht er zu der Statue, der großen Steinmenschenstatue da in der unterfehlten Fokusstein, den man da einsetzen kann in den Sockel oder irgendein anderes Dingsbums. Es kann nicht immer ein Fokusstein sein. Wir brauchen sie für die Anrufung des Schläfers. Hier ist es. Und was ist der Schlüssel? Ich fand eine Menge Steintafeln, klein und in Körpergröße. Ich kam zu dem Schluss, dass irgendein Stein zertrümmert wurde und ich war nur in der Lage, einen Teil davon zu finden. Und Sie wissen nicht, wo die anderen Teile sind? Leider nicht. Im Lager vielleicht. Ich sah eine Badehose, die einst vom Architekten verwendet wurde. Eine Badehose. Ich habe versucht, sie zu öffnen, aber es gelang mir nicht. Sie sind geschlossen und verriegelt. Erst vor kurzem war ich in der Lage, einen Schlüssel zu finden. Was, die Brust der Schlüssel zu kennen? Was? Echte Brust? Was? Я понимаю, что задача не особо интересная, но поверь мне, дальше будет намного интереснее. Ловлю тебя на слове. Вот ним, dass es noch interessanter wird. Okay, also muss ich bloß ein... Ich habe einen Truhenschlüssel gefunden jetzt, oder bekommen. Öffnet eine der Truhen Bilders. Okay. Jetzt ist mein Gehirn wieder gefragt. Wo war diese Truhe? Ich habe sie irgendwo gesehen. Ja, ich weiß es. Ah, alles klar. Okay. Sie sind nämlich da hinten, wo Onel mal rumgeisterte. Hinter dem Haus der Magier ist es tatsächlich. Haha, ich habe mich erinnert. Ohne 1000 Jahre lang hin und her rennen zu müssen. Ich war schon halbwegs in Panik. Ich dachte, Mist, welche von den Truhen war das jetzt? Habe ich sie noch alle im Sinn? Aber tatsächlich. Ist ja zum Glück auch nur eine, die man sich da merken muss. Insofern. Und es ist eine schöne Steintafel daneben. Eine sehr schöne... Ein schönes Muster, wie ich finde, mit Blümchen und, aber auch immer das da darstellen soll. Sieht aus wie eine Sanduhr mit, oder wie ein Insekt. Mit viel Fantasie, das ist ein Rorschach-Test der Alten.
Nee, okay. So, öffnen wir die Truhe und finden ein Teil der Figuren. Ein Stück von der Statue der Wachen. Aha, von der Steinstatue, die da oben steht. Muss ich da dann hinklettern? Das wäre natürlich witzig, wenn ich jetzt eine kleine Kletteranlage habe. Dann hätte diese Mod alles, bis auf Tauchen. Bis auf Unterwassertauchen. Es gibt zwar einen See da, einen kleinen, aber ich glaube nicht, dass es hier großartig Flüssigkeiten gibt. Klettern mache ich nicht. Für den König, jawohl. Kollege. Geht's dir schon besser, Alfred? So, aber irgendwie sieht es nicht so aus, als hätte diese Statue irgendwie einen Mangel an Armen oder sowas. Oder irgendwas anderem. Sieht ziemlich komplett aus. Boah. Gehen wir sie mal, Meister Iltis. Hey, du. Ich fand ein weiteres Stück von der steinernen Statue. Вот, я нашел еще одну часть статуэтки каменного... Ты оказался... Das war echt, das war in einem der Stämme. Отлично, давай ее сюда. Fein, lass sie hier. Es fehlt noch ein anderer Teil. Warum bin ich nicht überrascht? Haben Sie keine Angst vor Schwierigkeiten, mein Sohn. Der Preis ist es wert, dafür zu kämpfen. Wo finden wir den dritten Teil? Gibt es Ihnen einen Hinweis? Zu meinem Bedauern nicht. Ich brauche Zeit, um festzustellen, wo es ist. Und wie definieren Sie das, die Zeit? In der Statue liegt ein hoher Anteil magischer Energie. Sie müssen den Fluss der Energie spüren. Dann weiß ich ungefähr, wo die Statue ist. Okay, wie viel Zeit brauchen Sie? Zwei Tage? Ich will in zwei Tagen wiederkommen, okay. Na gut, penne ich halt zwei Runden. Lege ich mich halt schlafen, direkt daneben. Wie passend. Okay, dann spür mal die Statue auf oder so. So, schlief ein Erfolg, inzwischen regnet es. Und wird es auch am nächsten Tag regnen? Haben wir die verregneten Tage? Ja. Es regnet weiterhin. Dunkle Wolken ziehen auf. Dirk, da bist du ja, gerade rechtzeitig. Ich habe fertig festgestellt, wo der dritte Teil der Figuren ist. Tatsächlich, und wo? Ich konnte es hierher teleportieren. Und was machen wir jetzt? Ich sprach mit Eli. Er sagte, die Verbindung der Statue ist unmöglich, was? Aber gab mir einen magischen Stein, mit dem wir die Magie der drei Teile aufnehmen können, um sie dann zu einem Schlüssel zu vereinen wieder. Ich glaube, das Ding war kaputt. Okay, fertig. Ist Zeit, den Tempel zu betreten? Ja, aber es ist besser, sich richtig vorzubereiten. Tja, ist die Frage, sind wir gut vorbereitet? Ich habe das Gefühl, wir werden gleich von irgendwelchen Untoten angegriffen oder sowas. Tempel aufmachen. Hey, du. Öffnen wir den Tempel. Давай откроем храм. Nimm den Stein und leg ihn aufs Podest. Steinschlag Schutz erhalten. Und es ist doch ein Fokusstein. Oh mein Gott, es ist immer ein Fokusstein. Sockel, Fokusstein. Egal, wo man ist. Okay, es geht auf. Jetzt müssen wir gehen. Wir müssen für das Unerwartete bereit sein. Mein Beruf erwartet, verlangt von mir, dass ich immer auf der Hut bin, also machen Sie sich keine Sorgen. Okay. Okay, er hat schon einen Zombie entdeckt. Und er beherrscht sogar Flammen. Und ich glaube, er ist ein Verbündeter, weil wir haben die Erfahrungspunkte dafür bekommen. Sehr gut. So, und was wichtig ist bei solchen Typen, die einem vorlaufen, ist, dass man sie auch vorlaufen lassen sollte, weil sonst rennen sie manchmal, tendieren sie dazu, in Gegner reinzulaufen. Und wir kriegen die Erfahrungspunkte, also können wir ihn auch fröhlich vorlaufen lassen. Damit er die ganze Arbeit für uns erledigt, sozusagen. Und er hat da einen gepanzerten Zombie entdeckt, da ganz hinten, und den bombardiert er gerade mit... Meister Iltis, sie sind mächtig! Er bombardiert ihn mit, Feuerbällen. So, entdeckt er noch jemanden? Ne, jetzt steht er da in der Mitte. So, wenn wir ihm nämlich gefolgt wären, dann wäre er immer weitergelaufen. Und er würde erst anhalten, wenn er geschlagen wird oder sowas. Oder wenn er seinen Endpunkt erreicht hat. Und dann redet er vielleicht mit uns, während uns die ganzen Zombies angreifen. Insofern ist es dann immer ziemlich klug,
solche Typen, die wahrscheinlich auch unsterblich sind in dem Moment, vorlaufen zu lassen, damit sie kurz anhalten. Und wenn sie anhalten, gucken sie sich einmal kurz um und wenn sie dann einen Gegner sehen, dann greifen sie den auch selber an. Also dann werden sie aktiv und nicht passiv. Und hier ist ein Skelett, das irgendwie von einem... Ja, was ist das? Zwei dämonische Augen schweben darüber. Und ja, das ist irgendwie unheimlich, muss ich sagen. So. Und da hinten sehe ich noch mehr Zombies. Und, oh, wir werden auch schon angegriffen. Da ist wieder eins von diesen Drecksichern. Meister Iltis, werden Sie so nett und... Ja, danke sehr, sehr gut. Wenn wir sie nicht hätten, mein Freund. Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt mit ihm rede, nicht, dass er sich dann von unserer Gruppe trennt. Und dann kriegen wir nicht mehr die Erfahrungspunkte, wenn er da einen tötet. Ich möchte ja gerne die ganzen Gegner, die ich herlocken kann, auch gerne zu ihm hinlocken. Aber das sehen wir gleich. Jetzt redet er wahrscheinlich mit uns? Nee. Tut er gar nicht. Hoffentlich haben wir ihn nicht kaputt gemacht. Das wäre natürlich tragisch. Sind sie kaputt, Meister Iltis? Sind sie kaputt? Ich werde einmal neu laden. Er reagiert nicht auf uns. Das gibt mir zu denken. Das gibt mir sogar so arg zu denken, dass ich das vielleicht nochmal machen sollte. Okay. Vielleicht muss ich mir mit dem Marvin Mode selber ein bisschen bewegen. Hey, die. Das kann natürlich auch sein. Damit er entsprechend in einen bestimmten Trigger reinläuft oder so. Das ist natürlich jetzt nicht so schön. Dass ich sowas machen muss, aber na gut. So, jetzt passiert das hier. Ah ne, er hat... Okay. Alles klar, ich korrigiere mich. Er erkennt sie selber. Das ist dann quasi ein Upgrade. KI-Upgrade. Draußen regnet es und hier drin fliegen die Feuerbälle. So. Und doch den nächsten. Ich glaube, der lag auf dem Boden. Der hat die einfach so weggebrezelt vom Boden her. Der wäre aufgestanden, der Zombie. Ist ein Aufsteh-Zombie. Jetzt dreht er sich um, aber... Ein Mist viel weniger. Meister Iltis. Ja, meine harte Ausdrucksweise, muss ich sagen. So, und jetzt läuft er tatsächlich auch weiter. Aha. Ein Moment mal jetzt hier. Jetzt redet er mit uns. Nee, noch nicht. Er geht einfach weiter. Redet er jetzt mit uns? Was ist das hier? Ja, jetzt redet er mit uns. Okay. Wir befinden uns in einer Sackgasse. Dafür das Durcheinander mit der Statue? Ruhe, Geduld. Es gibt zwei Korridore, die wir noch erkunden müssen. Du gehst und ich werde das Schreiben in diesen Wänden untersuchen. Okay. Wie soll ich mit weg mit der Waffe? So, was passiert? Was hält es? Ich will einfach nur blocken. Und wir kriegen die Erfahrungspunkte jetzt nicht mehr. Schade, schade, schade. Aber gut. Okay. Okay. Meister Iltis. Bleiben Sie dort. Bleiben Sie mein Verbündeter. Dann können wir nämlich noch ein bisschen Spaß haben mit den ganzen Untoten hier. Jawohl. Danke, Meister Iltis. Warten Sie noch ein bisschen. Ich block noch ein paar andere Deppen an. Oh, da steigt tatsächlich einer aus dem Boden auf. Nee, es ist nicht so, dass ich das wirklich bräuchte, seine Unterstützung, aber... Mein Gott, wann hat man schon mal einen Feuermagier auf seiner Seite? Ich finde nicht so oft, wobei es ist ja auch kein echter Feuermagier, es ist mehr so ein Pseudomagier, so wie er das gesagt hat. Und hier sehen wir einen gepanzerten Raven-Zombie, möchte ich fast sagen. Der trägt eine ähnliche Rüstung wie Raven.
glaube nicht, dass das eine Erzbaron-Rüstung war. Nee, die Erzbaron-Rüstung sah anders aus. Diese Zombies geben aber auch nicht mehr Erfahrungspunkte. Und hier in dieser Nische ist tatsächlich gar nichts. Ich will Meister Iltis vor allen Dingen benutzen, um hier Skelette zu töten, weil das sind für mich die Nervgegner. Hier sind ziemlich viele Wurzeln und ich höre da schon ein Skelett angedackelt. Aber es ist bloß ein niedriges Skelett, das heißt, kein Problem. Kreditkarte, kein Problem. Aber hier ist auch nichts. Doch, da. Durchgang. Und ein Zombie. Schön in die Wand locken. Und weghauen. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Der Marsch der Zombies. Oder der, die Verprügelung der Zombies. Ein einfaches Muster. So, und irgendwie... Ich will auch nicht, dass Meister Iltis hier... ewig da auf uns wartet. Ich glaube, wir kommen hier ganz gut alleine durch. Oh, okay. Also läuft das hier im Kreis. Jetzt zückt keiner seine Waffe. Und wir sind hier... Okay, es ist schon wieder so ein komisches Leuchten beim Untoter. Beim Untoten. Und irgendwie fehlt mir ein entsprechender Gegenstand. Also ist das irgendwas, was wir tatsächlich beeinflussen können? Ich kann mir fast vorstellen, dass das irgendwelche... Geister sind, die wir befragen müssen oder sowas. Vielleicht sagt Meister Iltis... Oh, 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 was ist das? Wieso habe ich den denn übersehen? Na, komm her. Ist außer Reichweite, ich weiß es. Oha, oha, oha. Im Wurzelgeflecht töten wir Skelette. Sehr mystisch das alles. Oh oh, nee, alles klar, ich bin hier in einem vollkommen anderen Bereich jetzt gelandet mit Minecrawlern. Einem Minecrawler. Und sonst gar nichts. Tot ist der Minecrawler. Там ничего нет. Und irgendwie ertönt hier ein Horn. Und die Musik wechselt. Eine eigene Komposition, wie es scheint. Habe ich nie gehört. Aber es scheint auch so, dass da eventuell ein Trigger passiert ist, den wir aber nicht ausgelöst haben, richtig, weil Meister Iltis immer noch da steht. Also wird es langsam Zeit für uns, ihn doch einzuweihen. Oder dass er uns einweiht, besser gesagt. Kann uns vielleicht auch mal die Sprache der Alten beibringen, weil wir haben so viele Steintafeln dabei uns jetzt, die wir überall gefunden haben. Die können wir alle gar nicht lesen jetzt. Я не могу этого прочесть. Kann ich nicht lesen. Nö, ich aber auch nicht. Похоже, мы зашли. Ja, wir befinden uns in einer Sackgasse und er studiert ein bisschen was. Gut, dann studiert man und ich versuche das Ding hier zu lesen, auch wenn ich es nicht kann. Ne, das taucht gar kein Text auf, das ist bloß so ein... ja, Objekt. Was in die Welt hineingesetzt wurde, allerdings ohne, dass wir da wirklich was mitmachen können. Sonst würde da irgendein Text auftauchen, auch wenn, selbst wenn wir es nicht lesen könnten und da wäre etwas, dann würde zumindest irgendein Bild erscheinen, auf dem man dann so Schriftarten erkennt, aber oder die Schrift, aber man kann es da nicht lesen. Das heißt, man hat jetzt Jakendarisch studiert und könnte das für sich selber lesen, aber der Haupt, der Derek könnte es zum Beispiel nicht, weil er einfach, ja, es noch nicht erlernt hat in der Spielmechanik, nicht wahr? Ich hoffe, das ist einigermaßen klar. So. Und dann würde ich sagen, bleibt uns ja bloß... Guck mal, hier war die Minecrawler-Höhle. Nicht wahr? Ja, alles klar. Dann bleibt jetzt ja bloß noch der Teleport.
den wir uns reinwerfen können. Mit wilder Energie geworfen. Oder gesprungen. Tja, ab in den Teleporter, würde ich sagen. Es ist riskant. Hinein! Und, zwei niedrige Skelette. Autsch. Und ein Zombie natürlich auch noch. So, ein niedriges Skelett ist tot. Ich will den Zombie gerne... Zum Glück sind Zombies langsamer. Jetzt können wir uns ganz allein dem Zombie widmen. Ich glaube, da ist das Tor, mit dem wir Iltis herbeirufen können oder herbeiholen können. Wir sind jetzt ja quasi jenseits des Tores. Hui. War ja klar, dass da irgendwas kommt. Und da ist schon wieder so ein roter Geist. Mit dem man irgendwas machen kann. Jetzt weiß ich nicht, wo die ganzen Untoten abgeblieben sind. Irgendwas nimmt er auf. Ich kann nichts damit machen. Okay, das finde ich jetzt befremdlich. Nicht, dass ich da was kaputt mache, irgendwie. Oder vielleicht war es auch nur das rostige Schwert oder das Skelett, was irgendwie aus dem Fokus war. Da geht es wohl noch weiter. Und hier geht es auch weiter, scheint es mir. Ich meine, soll ich erst Meister Iltis dazu holen? Mann, das ist so ein dichter Nebel, ich erkenne gar nichts. Na gut, fast. Okay, es geht noch. Ah, alles klar. Es geht hier wahrscheinlich wieder in einen Bereich, in dem ich vorher war. Zumindest wird das Sinn machen. Okay. Ja dann. Bedienen wir mal den offensichtlichen Schalter, um Meister Iltis dazu zu holen. Und da geht's auch schon auf. Ja, da steht er auch schon. Gut. Kommen Sie, Meister Iltis. Es geht weiter. Ah, Sie haben es geschafft. Und haben Sie was von den Graffiti gelernt? Nein. Es ist eine Menge Zeichen, die ich zum ersten Mal sehe. Das Studium der Teaser-Texte muss verschoben werden. Wir müssen weiter. Gut. Wenn Sie nichts dagegen haben, trinke ich aber trotzdem mal hier einen Heiltrank. Mir geht es nämlich nicht ganz so hundertprozentig gut. Ich muss ein bisschen sparsam mit den ganzen Tränken sein, weil... Oh, und diese Tore sind jetzt aufgegangen. Weil, Sparsamkeit muss sein, weil... Wir haben noch gar keine Feldknöteriche gefunden. Die gibt es anscheinend in diesem Tal gar nicht. Was ist das? Was ist los? Schlafen Sie jetzt wieder? Kommen Sie. Nein, nicht schon wieder stehen bleiben. Da ist nichts. Er bleibt gerne stehen. Was ist los, Mann? Okay, dann will ich trotzdem nochmal hier erkunden, ob das auch wirklich hier Gang zurück ist. Nicht, dass ich wirklich was vergesse. Das möchte ich nämlich umgehen. Springen wir hinunter. Geronimo. Wow, es geht auch ein bisschen aktiv runter und jetzt sind wir tot. Okay, Zeit für Marvin Mode. Gucken wir uns einmal um. Und nee, das ist die Minecrawler-Höhle, alles klar. So, und jetzt laden wir das Spiel nochmal neu. Alles klar. Ja, sowas muss man aus dem System haben. Okay, aber nochmal Marvin Mode an und dann im Meister Iltis rein teleportiert, ihn einmal aktiviert und. Aber bewegt sich nicht wieder. Jetzt komme ich da jetzt hin. Oh, jetzt muss ich hier so ein
Hüpfspiel machen, oder wie? Ah, jetzt läuft er weiter, alles klar. Er hat irgendwie den Wegpoint verpasst. Waypoint. Jetzt läuft er wieder halbwegs zurück. Wenigstens habe ich jetzt das verlorene Skelett gefunden. Okay, Meister Eltis, würden Sie... Also, ja, genau. Tun Sie Ihr Ding. Laufen Sie weiter. Und er hat was entdeckt. Ein Skelett, so wie es scheint. Ein niederes. Und tot ist es. Es war nicht sehr stark. Da ist wieder eins von diesen Drecks. Okay, jetzt kommen mal ein paar mehr. Okay, ich halte Ihnen das Skelett vom Hals. Das können Sie natürlich auch selber töten. Meine Güte, ist er stark gegen hier, mit seinen Feuerbällen stark gegen hier Skelette. Zombies sind ein bisschen resistenter gegen Feuer, das scheint mir. Interessant. Ein Schuss und die sind tot. 300 Punkte Skelette, sind nicht mal irgendwelche billigen Skelette. Wow, ich bin beeindruckt. Alle macht den Magiern, würde ich sagen. Innos ist mit uns. Das ist schon mal klar. Der Tempel ist wirklich größer, als ich dachte. Oh oh, irgendwas passiert hier. Ich wurde geheilt. Das ist nett. Oh, diese Charaktere scheinen mir vertraut. Ja, okay, Schriftzeichen. Okay, hier ist es. Ja, Beschwörungsformel aktiviert. Ich glaube, da ist gerade eine Felsentür runtergegangen, bevor er überhaupt zu Ende gesprochen hatte. Gehen Sie voran. Okay, jetzt muss ich vorangehen. Ein Moment mal, Meister Eltis. Es gibt noch Tränke und sowas alles. Oh, er folgt mir. Okay. Gut, dann habe ich zumindest seine Verbindung noch auf meiner Seite. Das heißt, seine Feuerpower, die Macht des Feuerballs. Es ist kein Feuerpfeil, es ist ein Feuerball. Das erkenne ich sofort mit meinem geschulten Gothic-Auge. Eine Steintafel liegt hier rum. Und da hinten war noch ein paar Truhen, die möchte ich natürlich zuerst mal erkunden. Hier liegt ein bisschen Schutt rum. Es erinnert mich irgendwie an den Tempel des Schläfers. Tempel von Iberion. Untersuchen Sie das Folio. Wenn ich das denn lesen kann, wäre das natürlich praktisch. Sie können den Text nicht verstehen, okay. Also dann muss es in dem Spiel noch die Funktion geben, dass man das lernen kann. Gut, dass ich mir ein paar Lernpunkte aufgespart habe. Für diesen unwahrscheinlichen Fall. Ja, ich kenne mich schon aus in Gothic, das passiert alle Nase lang. Okay. Links... Links, 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 rechts, links, links, rechts, links, rechts, nein, links, links, rechts, links, 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 rechts, okay, da ist eine Lichtrolle, Feuernessel und eine Steintafel der Lebensenergie 2. Wie viel Dietrich haben wir noch? 3, oh, es wird knapp. Es wird knapp, aber gut. Solange ich nur noch einen Dietrich habe, ist ja nichts verloren. Dann kann ich es ja immer wieder neu laden, sozusagen. Und, ja. Von wem soll ich sonst Dietrich kaufen in diesem Spiel? Ich habe 5, mit 5 bin ich gestartet. Ich hatte ein paar noch gefunden irgendwo, aber. Kaufen kann ich sie nicht. Und diese Truhe geht so auf: eine Steintafel des Geschicks plus, ja, irgendwas auf Geschick dann eben. Und 12 Goldmünzen. Es sind komischerweise keine alten Goldmünzen, was man glauben sollte in so einer alten Ruine, dass sich dort alte Goldmünzen befinden, aber nein, sie sind echt romanisch-mutanische aktuelle Münzen. Wow. Okay, das sieht aus, als wären hier viele Gegner. Aber vielleicht auch nicht. Das ist echt ein großer Tempelbereich. Okay, bevor wir den erkunden, werden wir uns dann mal dem zuwenden, was hier Meister Eltis uns hier aufgemacht hat. Wie auch immer. Das scheint wirklich ein Heiltempel zu sein. Ich habe jetzt keinen Schaden mehr. Vielleicht funktioniert das dann nicht. Es funktioniert nur, wenn man Schaden selber hat. Vielleicht wird der Typ uns hier angreifen. Aber sieht aus wie ein Buddler. Ich weiß, wie lange der hier schon ist.
Aber hier sind noch ein paar Kisten. Das sind so diese Erzkisten aus dem Minental, würde ich sagen. Interessant. Und hier sind sogar zwei Leute hier. Randolph und Stan. Ich kann nicht glauben, dass wir nicht gefunden wurden. Ich dachte, wir wären tot. Was macht ihr denn hier? Wir wollten den Tempel erforschen. Wir öffneten ihn und sind dann mit dem Kopf in diesem Arbeitszimmer verblieben. Wir haben uns hier angesiedelt. Doch dann wurde die Ausgrabung geschlossen. Irgendjemand hat die Statue vom Sockel genommen und seitdem sind wir eingesperrt. Aha. Вы, наверное, уже знаете коридор этого храма вдоль и поперек. Что в нем сокрыто? Древние знания о магических артефактах. Gibt es altes Wissen, Stäbe, Schwerter, Rüstung und vieles mehr. Hey, sehr gut. Geil. Stäbe? Ja, all die Informationen werden hier gespeichert. In den Büchern selbst, in der Bibliothek. Können Sie uns diese Bibliothek zeigen? Ja, ist nicht schwer. Sagen Sie es, wenn Sie sehen wollen. Nö, noch nicht. Hier, das ist Randolph. Der steht bloß hier, um uns die Sprache der Alten beizubringen. Wenn er es denn kann, also... Aber ich gehe davon aus. Das kenne ich ja die Auswahl nicht. Duh, ich bin ein schlechter Lehrer. Dein Bruder? Mein Bruder, nur Mist. Obwohl, wenn sie es wirklich lernen wollen, dann habe ich eine Idee. Ja, wenn du klug genug bist, dann wirst du es tun. Es gibt drei Arten von Sprachen. Sprache der Bauern, Sprache der Soldaten und der Priester. 1, 2, 3. Beschreibung der ersten zwei finden Sie hier in dem Raum. Und in der Halle mit dem Altar steht die Beschreibung für die Sprache der Priester. Okay, also ist das hier direkt um die Ecke, oder wie? Ja, 45 Lernpunkte habe ich jetzt. Muss ich jetzt dafür welche aufwenden? Okay, das kann ich nicht verstehen. Das wird dann vielleicht die Sprache der Soldaten sein. Also ist das hier die Sprache der Bauern. Was der Älteste, die müssen sich ein bisschen gedulden. Ah, durch das Studium der alten Wälzer hast du gelernt zu verstehen die Sprache der Bauern. Und wir haben keine Lernpunkte dafür hergeben müssen. Puh, das ist ja einfach. Viel zu einfach eigentlich. Und jetzt haben wir auch die Sprache der Krieger verstanden. Kostet uns auch keine Lernpunkte. Und jetzt können wir die Schriftrollen oder Schrifttafeln lesen mit, also von 1 und 2. Haben wir da überhaupt eine Dreier-Schriftrolle? Nö. Alles nur 1er und 2er. Also könnten wir uns die alle jetzt hier einvernehmen oder zulegen. Gibt dann Bonus auf Stärke oder Geschick oder was auch immer. Und hier liegen sogar noch ein paar. Sehr gut. Ein Sextant. Uhu. Die sind immer viel Geld wert. 1500 Goldstücke sogar. Ich dachte immer 500, aber anscheinend nicht. Dann haben wir noch Äpfel. Wir plündern einfach mal deren Speisekammer. Die sind jetzt ja frei. Die kriegen ja sicher was Neues. Brot. Es schwebt nicht. Eine Wurst verteilen. Das ist eigentlich eine Quest, aber hier heißt es einfach Wurst verteilen. Auch im Inventar heißt es auch Wurst verteilen. Wurst verteilen? Wurst verteilen. Gibt plus 12 auf Lebensenergie. Ist also genauso gut wie ein Stück gebratenes Fleisch. Aber nicht so gut wie ein Schinken. Ein Schinken ist immer noch mehr wert. Milch gibt es hier, ein Erzklumpen, aha. Ein goldener Kelch. Noch zwei Steintafeln. Und ein Trank. Was macht der denn? Das ist ein Mana-Elixier. Gibt plus 100 auf Mana. Gut. Gut, gut, gut. Ja, und jetzt haben wir auch Steintafel der Stärke plus 3. Okay, dafür müssen wir dann die Sprache der Priester lernen. Was wir aber schon mal lesen können, ist die Steintafel der Lebensenergie, weil, ja, Lebensenergie kannst du immer brauchen. Und das gibt uns dann, wir haben jetzt 292 und jetzt haben wir plus 10, also 302. Wir leuchten ein bisschen und die Weisheit des alten Volkes ist in uns übergegangen. Und, genau, die Tafel, die wir nicht lesen konnten vorhin, die müssen wir jetzt ja lesen können, dank der Sprache der Krieger. Ja. Können wir jetzt die Sprache der Priester verstehen? Oder zumindest verstehen und... Naja, konjugieren, deklinieren und all das. Ja, jetzt können wir auch die Sprache der Priester. Gut, gut, gut. Steintafel der Stärke. Ich glaube, das gibt plus 6. Bei der Sprache der Bauern gibt es plus 2 auf den permanenten Wert.
auf Stärke dann und Krieger plus 4 und Priester Steintafeln dann plus 6. Also immer in zweier Abschnitten gestaffelt. Ich will die jetzt aber noch nicht einsetzen, weil ich ja noch so viele Lernpunkte habe und bevor die Lernpunkte durch die Steintafel noch teurer werden, will ich das ausreizen, dass ich gerade noch in diesem Bereich bin, wo die Stärke noch nicht so teuer ist, Lernpunkte technisch. Ja. Gut. Moment, ich muss mal gucken. Ja, alles klar. Okay, dann gehen wir nochmal eben schnell in die Bibliothek, nachdem wir jetzt alles hier ausgeplündert haben. Speicher nochmal, permal. Und nimm mich in die Bibliothek, mein Freund. Randolph, es ist Zeit, unsere Gäste in die Bibliothek zu nehmen. Los geht's. Ja? Okay. Gut. Kommt er mit? Ja. Ist auch ein Gefolgsmann. Bisschen befremdlich, dass wir so viele Gefolgsleute haben und kein Gegner bis hierhin. Das stimmt mich schon immer ein bisschen nachdenklich. Eigentlich müsste das hier voll sein mit Untoten und Skelettkriegern. Also Zombies, Skelette. All das. Und diese Steintafel, die hier so rot glüht, sieht ein bisschen verdächtig aus, finde ich. Okay. Ja, wir sind hier. Alle Bücher stehen Ihnen zu Diensten. Mein Bruder und ich haben sie mehrmals gelesen, also können Sie sich holen. Das werde ich tun. Du weißt nicht, was draußen vor sich geht? Ich habe keine Ahnung. Ich werde dankbar sein, wenn Sie mir alles erzählen könnten. Kurz gesagt, das Tal ist in zwei Teile gespalten. Eines gehört dem schwarzen Magier mit seinen dunklen Dienern. Und ein zweiter gehört den königlichen Wachen und den Bewohnern Methanas, die versuchen zu überleben. Schwarzer Magier? Hier? Sind Sie überrascht? Wenn das wahr ist, dann haben wir... Dann geht es bald zu Ende. Erklären Sie mir den Gedankengang. Sind die Nekromanten so mächtig, dass wir keine Chance haben, ihn zu besiegen? Würde ich nicht sagen. Ich bin nur ein großer Experte für Legenden. Sprechen Sie mit Randolph. Er wird alles erklären. Okay. Also ist Randolph doch nicht ganz nutzlos. Erklären Sie mir, warum die Mauer so zuversichtlich in unserer Verzweiflung. Warum ist Stan so warum glaubt er nicht, dass wir es schaffen können? Was ist das Problem mit dem Stab des Magiers? Es ist ein altes Manuskript. Es erfasst die Geschichte des Tals. Nach der Geschichte lebten hier einst die Architekten. Die Überreste ihrer Kultur können heute noch gesehen werden. Die Architekten, die dort lebten, gehörten zu einer Kaste der Tierpfleger. Sie bauten diesen Tempel und legten deren Stärke in Reliquien. Diese Kräfte wurden benutzt, um sicherzustellen, dass niemals das Böse in diesem Tal Fuß fassen kann. Wenn nun das Tal stellvertretend mit Belia besetzt ist, bedeutet das, er hat genug Kraft, um die Macht der Architekten zu überwinden. Der Nekromant ist wirklich sehr stark, aber es bedeutet nicht, dass wir nicht gewinnen können. Ja, aber es wird sehr schwierig sein. Persönlich glaube ich nicht, dass es zum offenen Kampf kommen sollte. Aber ich denke, dass wir die Keepers... Was? Okay, es scheint nicht sehr... Scheint auch nicht gerade überzeugt zu sein, dass wir es schaffen können. Hüter der Toten, ob sie uns helfen wollen. Würden uns die Toten helfen? Sicherlich. Dieses Tal war ihr Außenposten. Sie bauten es, ihn um die Menschen zu schützen. Ich weiß nicht, warum es so ist, aber ich denke, dass sie sich was Besonderes ausgedacht haben. Aber wenn sie uns nicht helfen können, dann wird es ihr Begleiter tun. Was, Meister Iltis? Ja, der hilft auch. Sicher, die helfen alle. wann können Sie mir eine Antwort geben? Ich weiß nicht. Ich bin ein Forscher und kein Zauberer. Ich interessiere mich für Geschichte und bin in der Kultur bewandert, aber nicht in der Magie. Vielleicht bekommen wir eine Antwort nach dem Gespräch mit dem toten Guardian, aber das kann ich nicht sagen, mit Sicherheit. Wer ist der Guardian? Was hast du jetzt vor? Randolph. Mein Bruder muss erstmal aus dem Tempel raus. Da muss ich mich selbst in Ordnung bringen. Und vieles mehr. Dann versuchen wir, den Geist des Architekten anzurufen. Vielleicht kann er uns helfen. Ich habe noch eine Sache. Okay,
Wir werden später sehen. Okay. Hey. Achso, soll ich dich gar nicht rausbringen? Randolph liest hier die dunkle Seite der Macht. Das düstere Kapitel. Tja. Hier liegt ein Trank, den wir nur mitnehmen. Und meine Güte, hier gibt es eine ganze Menge. Ich glaube, das ist etwas fürs nächste Mal. Dann werden wir uns, wenn wir schön ein bisschen plündern gehen. Denn hier liegt allerhand rum. Und ich will alles mitnehmen. Plündern! 1,11. So. Ja. Okay. So, das war die Spielwackerei-Meister mit dem Let's Play von Gothic 2 und ich sage, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ja, ab ins Tal der Dämmerung und in den düsteren Tempel. Voll mit arkanem Wissen. Interessant. Bis dahin.